Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, mit eurem Hundengriffscreme. Wir starten jetzt diesmal voll durch, leider nicht mit dem schönen Auto, das vorher noch da war. Aber jetzt, nachdem wir die Einführungsrunden abgeschlossen haben, können wir jetzt auch mal richtig loslegen, würde ich mal sagen. Und wir beginnen, würde ich mal sagen, mit einem kleinen Rundkurs. Ist ja hier eh egal, was wir als erstes machen, da wir eh alle drei Rennen fahren müssen. Gott, freue mich schon auf die Zeiten, wenn es egal ist und wir nicht mehr diese scheiß Runden-K.O. fahren müssen, denn die hasse ich wie die Pest. So, welches Auto ist jetzt da wohl am schönsten, ne? Sagt es mir. Ich weiß doch eh schon die Antwort, aber... Naja, ich höre es manchmal gerne aus anderen Munden. Ja, gut. Du willst nicht die Abkürzung nehmen, dann nehme ich sie eben alleine. Und der Schwanz, der hinter mir ist. Dann einen schönen Abhebsprung. Vielleicht sieht man noch ein anderes Auto. Ja, wunderbar. Ey, ich habe da gar keinen Kratzer reingemacht. Naja, vielleicht einen kleinen. So. Oh Gott, mit 170 ist er echt langsam. Ja, du bist schon ein toller Held. Und trotzdem habe ich dich überholt. Mit 220 sogar, wow. Oh mein Gott, der Bowser vor der Abkürzung ist halt echt voll Idioten. So, bloß nicht die Tankstelle erwischen. Bin ich auch schon ein paar Mal reingefahren. Manchmal ging es gut, manchmal... Ihr könnt euch ja denken. Jump! Das wird später mal mit einem richtig guten Auto. Jetzt hier halt mal extrem geil, wenn dahinter noch irgendwie so 10 Polizeiautos oder sowas sind. Oh Gott, wie ich diese Scheißsteuerlos hasse. Oh Mann. Wenn das jetzt kein Rennen gewesen wäre, hätte ich probiert unten durchzutauchen. Wobei mit dem Auto, glaube ich, wäre es gar nicht gegangen. Kurve ein bisschen zu früh angefahren. Aber mit fast 3 Sekunden, sagen wir so. Ist das okay. Vor allem da vorne dann eh schon wieder das Ziel ist. Hey, schimpf du nur. So, und wie ich es eigentlich immer probiere, einen halbwegs coolen Bild, ein cooles Foto hinzubekommen. Naja, geht jetzt, allerdings wird das jetzt gleich eine schmerzhafte Anrempelung an dieses kleine Geländer hier. Ah, cool. Ja. Soll ich es durchlesen immer? Ja, rock dein Wagen. Ich habe das, glaube ich, noch nie gelesen, also mache ich das jetzt einfach mal. Spitze der Blacklist. Besiege Razor und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterstopf und dem Teilnahmesystem aus. Es hält deine Fortschritte fest und zeigt dir, was du tun musst, um einen Gegner herauszufordern. Rennen. Fahr zu den Flaggen auf der Karte, ja, weil ich bescheuert bin, und benutze das Teilnahmesystem oder, ja, das machen wir immer, ruf die Blacklist auf und geh zu auf Rennen. Meilensteine. Beweise deine Blacklist-Mitglieder dein Können, damit du es herausfordern kannst. Ah, das Können herausfordern, okay. Du findest sie unter bla bla bla. Meilensteine in der Blacklist. Kopfgeld. Das Kopfgeld ist ein Maß dafür, wie intensiv die Polizei dich sucht und wie gut dein Ruf bei der Blacklist ist. Es steigt, wenn du Meilensteine erreichst. Sowie für jede Sekunde, die du verfolgt wirst. Ja, da werden wir ein bisschen was zusammenbekommen, denke ich mal. Bei einer höheren Entfernungsstufe steigt es schneller und wenn es bei... Schneller? Vielleicht ein bisschen... Okay. Es dir gelingt, Polizeiwagen zu zerstören. Es wird dir nur angerechnet, wenn du die Polizei erwischst. Entwischt, ja, macht auch Sinn, das habe ich mir gerade gedacht. Beginn Verfolgungen, indem du auf Kopfgeld in der Blacklist gehst oder einfach ein bisschen Radau machst. Achtung,
Achtung, Kanal 3. Doch. Ein Anrufer meldet einen rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer. Ja, weil wir rücksichtslos sind. In Richtung Norden, auf dem Highway 99. Kannst du bitte jemanden auf den Weg dorthin machen? Nein, wir sind hier voll im Geschäft. Wir müssen hier ein bisschen Kopfgeld sammeln und davor aber noch ein paar Rennen gewinnen. Denn ich würde ganz gern diesen ersten Gegner hier in dieser Aufnahme hier noch platt machen. So, los geht's in einem Runde, das drei Runden geht. Ist ja auch logisch eigentlich. Und einmal scharf links. Oh, da hat's einer wohl verpasst. So, du musst links fahren, das ist ein Kreisverkehr, eigentlich muss man da rechts rumfahren, aber wir nehmen das heute mal nicht so genau. Hast die Prüfung trotzdem bestanden. Auch fährt man eigentlich auf der rechten Seite, aber naja, man weiß ja nie, in welchem Land man ist. Also fahren wir eher so ein bisschen mittig, kann ja nicht mal schaden. So. Und einmal links abbiegen, Blinker wird heutzutage viel zu überschätzt. Und nochmal links, Geisterfahrer, ach komm, das ist sowieso um diese Uhrzeit fast keiner unterwegs. Sag ich doch. So. Und wieder um die Kurve. Und zweite Runde. Wir haben nicht mal eine Minute gebraucht, das ist doch toll. Oh, oh. Ja. Das wird jetzt ein bisschen Zeit gekostet haben, aber ich meine, wir haben 7 Sekunden Vorsprung, ja. Wer will uns das noch nehmen, ja? Frage ich dich. Frage ich euch, ja. So. Ja, ja, diese Anfangsrennen, sagen wir mal bis Level. Das Level, ja, nicht Level, sondern sagen wir mal bis Blacklist-Fahrer 10. Dürfte es eigentlich überhaupt kein Problem sein. Gut, ab und zu wird man natürlich mal ein Rennen verlieren, weil, was weiß ich, irgendein bescheuerter Zufall ist, weil auf einmal ein Laster um die Ecke kommt, dein Speedbreaker fast aus ist oder irgendwie sowas, oder weil du mal wieder was trinken musst, während du aufnimmst. Das soll ja so Leute geben. So, bessere Rundenzeit. Und schon sind es nur noch 2, die um den heißen Titel kämpfen. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Schon wieder angerannt. Schlimm. Kriminal, ja, der hört sich ziemlich bestechlich an. Und 11 Sekunden Vorsprung, wer will mir das denn noch nehmen, ja? Frage ich euch. So. Und wieder auf den Berg. Ah, was meint er, wie viel Zeit brauchen wir? Ich sag mal... Ups. Ja, sagen wir mal... Ja. 52 Sekunden werden wir dieses Mal schon wieder brauchen. Irgendwas mit 50. Ja, boah, ja, ja. Ja, nee, 50 sind schon dran. Oh, diesmal habe ich vergessen, mein schönes Bild. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Sieht man mich ein bisschen. So sehe ich übrigens auch im Real Life aus. Dieses Auto fahre ich nicht ganz. Ich fahre eher so ein BMW M3, ein bisschen getuned fürs Study. So, jetzt interessiert mich aber noch ganz kurz Rennstatistik. 245. Höchstgeschwindigkeit 223, bla bla bla. Und 52er Zeit. Ja, wir sind jedes Mal besser geworden. Ist ja perfekt, oder? Und dann machen wir uns da vorne noch einen kleinen Drift hin. Oh, das geht ja mit diesem Auto extrem schlecht. Gut, dann nehmen wir uns das dritte Rennen zur Brust. Maximal Cops in der Gegend. Das heißt, hier werden wir mit Sicherheit auf Cops stoßen. Aber wir kommen auch 1500. Was auch immer, ich sage jetzt mal. So. Na, jetzt kann man das auch überspringen, aber ich lasse das hier mal. Ist doch so schön. Mit dem Auto vielleicht noch nicht, aber das wird schon. Das wird schon. Hoffe ich mal. Einmal rechts abbiegen. Boah, du Vollidiot. Ja, dann fahr halt selber dagegen. Ey, was soll denn das da? Schlimm, oder? Die Leute heutzutage keinen Respekt mehr. Schlimm. Ja, brems halt mitten auf offener Straße. Ist doch mir scheißegal. Nehmen wir uns eben die Abkürzung hier. Zack, schon zum Ersten. Vielleicht können wir sogar wieder einen kleinen Trick anwenden, allerdings ohne Nitro und ohne ein wirklich gutes Auto.
Weiß ich nicht sicher, ob das funktioniert. Manchmal funktioniert es eben, dass sich da ein paar an dem Donut verhängen. Ja, sie sind zumindest langsamer geworden. Und jetzt ist er letzter. Der, wo vorher dritter war. Na, hat wenigstens für einen was gebracht. Da haben wir einen kleinen Stempel mitgenommen aus Plastik. Aber ist ja wurscht. Stehen die auch da mitten im Weg rum? Ups, ein Schild. Ja, ich glaube, das hat seine Daseinsberechtigung, aber nicht für uns. Alles hier in meinem Weg mitten reinstellen. Wahnsinn, oder? Die Leute, kein Respekt mehr. Ups, Gott sei Dank ist heute der Busverkehr ausgefallen, weil die Busse die Haltestellen nicht mehr finden. Bezirk 3. Ja, ja. Mögliche Code 6 Fahrzeuge wurden gemeldet in östlicher Richtung auf dem Campus Way. Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Ey, was soll denn das jetzt? Das ist jetzt extrem gemein und mich würde es jetzt überhaupt nicht überraschen, wenn wir jetzt verlieren würden. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, davon ist nämlich schon das Ziel. Nein! Wir haben unser drittes Rennen schon verloren und sind wahrscheinlich noch Letzte geworden. Ach du Scheiße, was sagt ihr dazu? Na, ist doch top gelaufen, oder? Ich schäme mich. Okay. Ja, bis Blacklist-Fahrer 10 wird alles gut laufen. Ja, von wegen hier. So, wie, du bremst wieder. Er hat gebremst und jetzt fahre ich auch noch dagegen, du vollbehinderter Schwanz. Naja, probieren wir es nochmal. Okay. Ich sollte nicht so abwesend fahren. So. Ja, erstes sind wir geblieben. Halt die Fresse. Über Code 6 Fahrzeuge, zuletzt gesichtet in Fahrtrichtung Norden an den Heritage Heights vorbei. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Natürlich. Oh, da vorne sind schon welche. Die werden uns das Leben schwer machen. Weil Stufe 1 Cops, die sind so ziemlich die schwierigsten, die es überhaupt gibt. Natürlich. Er geht auf Code 3. Oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Das Rennen vielleicht gewinnen? Ja, es ist so krass, wenn du Rennen fährst und Cops hast, dann sind überall welche. Und sonst, wenn du Kopfgeld machen willst und Stufe 1 bist, dann findest du erstmal 5 Kilometer lang keinen. Ich könnte Verstärkung brauchen. Verstanden, 4. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. So, hier mal ein bisschen schneller um die Kurven. Vorher mit 100 km/h umeinander gedackelt. Naja, ist jetzt auch nicht besser. Oh, die Cops haben wir schon so gut wie abgeschüttelt. Schickt Einheiten, um das Gebiet abzuriegeln. Hab ihn verloren. Ja, ihr seid null Box. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in östlicher Richtung am Hickley Field vorbei. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz des Sektors auf PLC 3. Okay, fantastisches Bild. Ja. Vollidioten. Nicht mal ein Bild bekommen sie gescheit hin. Wir haben ihn wohl endlich. Versuche zu bestätigen. Natürlich. Wow, die sind ja tatsächlich hinter mir her. Nein, da vorne sind auch welche. Nein, verdammt. Was? Ey, cool. Lol. Tja. Nein. Komm schon. Puh, Gott sei Dank seid ihr dumm. Wie Toastbrot. Und schon haben wir auch unseren ersten Meilenstein. Unter 4 Minuten. Subscribe.